Dieses Turnier ist ja, deine Premiere als Co-Trainer an der Seite von Rossi. Mal im Ernst, was kannst du besser als er? Was ich besser kann? Ich war schon einmal bei der EM dabei in Schwechat. Bei der Einzel-EM kam ich dazu, haben Ruven und einen Bene Duda damals betreut. Aber richtig jetzt in der Mannschaft ist es meine Premiere. Ja, ich bin einfach, ich habe es ja in der Pressekonferenz schon gesagt, für mich ist es eine super Chance, nachdem ich bei der Jugend gearbeitet habe, jetzt bei den Herren eben Rossi zu helfen, so gut ich das kann und ja, auch einfach ein bisschen zu lernen. Das ist für mich wirklich gut, macht Spaß. Wir haben eine gute Stimmung in der Mannschaft und ja, haben jetzt erstmal das Minimalziel Halbfinale erreicht. Aber wir haben es ja auch vorher alle gemeinsam gesagt, wir wollen gerne hier den Titel gewinnen. Und ja, bisher sind alle gut drauf und läuft gut. Alles klar, also traust du dich nicht zu sagen, was du besser kannst als Rossi? Ja, er hat mehr Erfahrung als ich. Ich habe jetzt ein bisschen Erfahrung im Jugendbereich eben gesammelt. Rossi macht das natürlich sehr, sehr gut mit sehr viel Erfahrung. Das merkt man. Ich denke schon, dass ich von ihm lernen kann und nicht andersrum. Okay, aber in der Analyse bist du mindestens genauso gut. Ihr seid jetzt ja ohne Satzverlust ins Halbfinale eingezogen. Was war bis jetzt gut und was muss vielleicht noch besser werden, um ja, den EM-Titel zu gewinnen? Ich denke nicht, dass bisher so viel besser werden muss. Also alle Spieler machen eigentlich einen guten Eindruck. Dima spielt sehr stark hier bisher, sehr überzeugend. Aber auch die hinten dran, auch Ricardo Walter, Patrick Franziska haben sehr, sehr gut gespielt bei ihren Einsätzen. Timo wurde am Anfang geschont, hat heute ein sehr starkes Match gemacht gegen Kulay, wirklich sehr, sehr gut gespielt. Also ich denke, alle sind wirklich gut drauf. Man steigert sich halt auch immer mehr mit dem Gegner. Wir wurden noch nicht richtig gefordert bisher. Das wird sich sicher ändern ab morgen. Da müssen wir voll da sein. Aber die Mannschaft macht wirklich einen sehr, sehr starken Eindruck bisher. Wir müssen einfach so weitermachen wie bisher.